heutigen Brookhaven Roleplay Video mache ich meinen Führerschein. Seid gespannt, was alles passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Um 16 Uhr? Ja, sie wird da sein. Vielen Dank. Wiederhören. Hi Mama, mit wem hast du gerade telefoniert? Schatz, ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gerade mit dem Fahrlehrer telefoniert. Du hast heute deine erste Stunde. Was? Heute? Aber ich habe mich gar nicht vorbereitet, Mama. Jessica, erzähl mir doch mal, wie du dich für deine erste Fahrstunde vorbereiten möchtest. Das geht gar nicht. Ich fahre dich hin. Keine Widerrede. Aber Mama, wollte Papa mich nicht hinfahren? Wird er nicht total traurig sein? Schluss mit den Ausreden, Jessica. Ich habe gerade schon mit deinem Vater gesprochen, bevor ich die Fahrschule angerufen habe. Für ihn ist es in Ordnung, egal wann du einen Termin bekommst. Er ist heute in der Arbeit, also 16 Uhr. Ist ja gut, Mama. Ich freue mich ja. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Es ist gleich soweit. Oh Gott, ich glaube, es ist 15.30 Uhr. Jessica, komm bitte runter. Ich komm schon, Mama. Ich brauche nur noch meinen Rucksack. Ein paar Sekunden später. Da bin ich, Mama. Ich bin bereit. Okay. Ganz ruhig. Meine erste Fahrstunde. Es wird toll. Okay, ich muss es mir nur so lange einreden. 20 Minuten später. Ah, da sind wir ja schon. Da ist die Fahrschule. Und da ist ja auch schon ein Fahrlehrer. Hallo, Herr Becker. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo, Herr Becker. Du musst Jessica sein. Bist du denn bereit für deine erste Fahrstunde? Ja, Herr Becker, das bin ich. Ich bin aber ein bisschen aufgeregt. Das kriegen wir schon hin. Okay, dann fahre ich mal. Wann soll ich dich wieder abholen? Das wird nicht nötig sein. Wir machen es immer so mit unseren Schülern, dass der nächste Schüler, der drankommt, denjenigen nach Hause fährt. Oh, wow, das ist ja toll. Okay, dann bis später. Okay, dann legen wir mal los. Als allererstes darfst du ausparken. Ausparken? Ist es nicht super schwierig? Auch nicht schwieriger als alles andere. Komm, los geht's. Okay, und die Schaltung ist dazu da, dass ich schneller oder langsamer fahre. Und wenn ich losfahre, muss ich in den ersten Gang. Und wenn ich rückwärts fahren will, muss ich das nach oben und nach hinten und dann bin ich im Rückwärtsgang. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du wirklich perfekt verstanden. Und nicht vergessen, umgucken, wenn du rückwärts fährst. Okay, Herr Becker. Dann muss ich den Motor starten? Ja, starte den Motor. Du schaffst das. Okay. Und jetzt den Rückwärtsgang? Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, oh Gott. Du musst ein bisschen mehr Gas geben. Ein paar Sekunden später. Wow. Okay, ich habe ausgeparkt, Herr Becker. Ja, ein bisschen schief, aber das war fürs erste Mal wirklich sehr, sehr gut. Dann fahren wir vorwärts. Okay, das heißt, ich muss in den ersten Gang und dann... Oh Gott, und dann fahren wir weiter. Oh, das klappt. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen schneller werden. 20 Minuten später. Oh, ich glaube, jetzt wird's... Oh Gott, nein, ich... Jessica, ist dir was passiert? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber ihr Auto ist kaputt. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das war ganz komisch. Ich konnte plötzlich nicht mehr anständig lenken. Jessica, das war nicht deine Schuld. Ich kann ja auch mitlenken und ich hatte auch keine Chance. Ich glaube, dass das Auto einfach kaputt ist. Es tut mir so unfassbar leid, dass du bei der ersten Fahrstunde sowas erleben musst. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Nein, ich möchte nur gern meinen Papa anrufen, dass er mich abholt. Ein paar Sekunden später. Papa, kannst du mich bitte abholen? Meine erste Fahrstunde lief nicht so gut. Wir haben einen Unfall gebaut. Ja, wir sind bei der Ranch. Jessica, ist alles in Ordnung? Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das Auto... Es hat irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Wir konnten beide nicht richtig lenken. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte sie ins Krankenhaus fahren, aber sie sagt, sie hat nichts.
Wollen Sie mir etwa sagen, dass Sie meine Tochter in Gefahr gebracht haben? Das ist nicht Ihr Ernst. Sie sind gefeuert. Und außerdem werde ich Sie verklagen. Aber Papa, nein. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Das Auto, das irgendwas war mit dem Auto nicht in Ordnung. Wie hätte der Herr Becker das denn wissen sollen? Papa, bitte, verklag ihn nicht. Nur weil du Anwalt bist, bitte. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Und wenn Sie mich verklagen wollen, kann ich das natürlich verstehen. Wenn Sie wollen, kann ich die nächsten Stunden kostenlos anbieten für Ihre Tochter. Ich muss mich jetzt um den Abschleppdienst kümmern. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ach, Jessica, ich hatte so Angst um dich. Gott sei Dank geht's dir gut. Lass uns nach Hause fahren. 20 Minuten später. Hi, Mama. Wir sind zurück. Was ist denn mit euch beiden passiert? Ihr seht aus wie 7 Tage Regenwetter. Mama, du darfst dich jetzt nicht aufregen, okay? Aber ich habe einen Unfall gebaut mit dem Fahrschulauto. Das ist jetzt kaputt. Und Papa will ihn jetzt verklagen, weil das Auto irgendwie nicht mehr ging. Aber ich möchte das bitte nicht. Aber was ich auch nicht möchte, ist irgendwann wieder in ein Auto steigen. Ich möchte nie wieder in ein Auto steigen, Mama. Es war einfach nur ganz furchtbar. Jessica? Jessica, bist du hier? Aber warum sitzt du denn am Boden? Ach, ich weiß nicht, Mama. Ich mache mir einfach so Vorwürfe. Was, wenn ich dieses Auto kaputt gemacht habe? Und er muss jetzt sich ein neues Auto kaufen und Papa wollte ihn auch noch verklagen. Mein Schatz, ich bin mir sicher, dass du nicht schuld warst. Willst du es mit der Fahrschule nicht nochmal probieren? Nein, Mama, definitiv nicht. 3 Tage später. Jessica, was machst du gerade? Mama, ich guck gerade Netflix. Räum bitte dein Zimmer auf. Oh, Mama, ich möchte jetzt nicht. Lass mich doch bitte jetzt gucken. Oh yes, es klingelt. Dann muss ich nicht aufräumen. Wer ist denn da? Hallo Jessica. Oh, hallo Herr Becker. Was machen Sie denn hier? Ich wollte dich zu deiner nächsten Fahrstunde abholen. Ich habe ein neues Auto und 100%ig funktionstüchtig. Möchtest du? Oh, ich weiß nicht. Jessica? Wer war denn an der Tür? Oh, hallo Herr Becker. Oh, hallo. Ich wollte gerade Jessica abholen für ihre nächste Fahrstunde. Ich habe ein neues Auto. Es ist 100%ig funktionstüchtig. Und ich würde wahnsinnig gerne sehen, wie sie ihren Führerschein macht. Natürlich nur, wenn sie es erlauben. Das finde ich eine wundervolle Idee. Und der Smart, der sieht sehr sicher aus. Möchtest du denn, Jessica? Ja, okay. Ich probiere es. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay, los geht's. Okay, ich hoffe, dass es dieses Mal leichter geht. Wow, mit dem Auto zu fahren macht richtig Spaß. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Auto ist einfach nur perfekt. Ich bin so froh, Herr Becker, dass Sie gesagt haben, dass ich nochmal ins Auto steigen soll. Mit dem Auto ist alles viel einfacher. Das freut mich sehr. Vorne an der Kreuzung bitte rechts. 3 Wochen später. Mein Schatz, bist du denn sicher, dass du alleine reingehen möchtest? Ja, Papa, ich bin mir sicher. Ich hatte so viele Fahrstunden und ich weiß, ich kann es schaffen. Erst die schriftliche und dann die Hauptprüfung. Ich krieg das hin, Papa, okay? Na gut, mein Schatz. Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Dann warte ich derweil im Café auf dich. Und sag sofort Bescheid, wenn du die beiden Prüfungen geschafft hast, okay? Wenn ich die beiden Prüfungen geschafft habe, Papa? Das bedeutet, dass du automatisch annimmst, dass ich sie schaffen werde? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir aber 100%ig sicher. Viel Glück, mein Schatz. Danke, Papa. Da bist du ja schon. Bist du bereit für deine Prüfung? Ja, bin ich. Okay, dann melde dich bitte bei der Dame hinter mir an und dann geht's erst zur schriftlichen Prüfung. Du möchtest zur schriftlichen Prüfung? Dann hast du hier deine Unterlagen. Okay, danke schön. Puh. Okay, ich krieg das hin. Erste Frage. Herzlichen Glückwunsch, Jessica. Du hast den ersten Teil deiner Prüfung bestanden. Was? Wirklich? Oh mein Gott, wie cool. Oh, hallo, Herr Becker. Da sind Sie ja schon. Bist du bereit für deine Prüfung? Ja, das bin ich. Das ist Herr Smith. Er wird entscheiden, ob du heute einen Führerschein bekommst. Oh, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Es ist auch schön, dich kennenzulernen. Okay, bist du bereit? Ja, bin ich. Ich warte so lange hier. Viel Glück, Jessica. Dankeschön, Herr Becker. Okay, dann fahren Sie erstmal los.
Dann biegen wir rechts ab. Ein paar Sekunden später. Dann biegen wir links ab. Bitte parken Sie gegenüber ein. Sehr gut. Okay, wir fahren zurück. Und Jessica, wie war's? Ich habe keine Ahnung. Ich musste einpacken und ansonsten halt viel in Brookhaven rumfahren. Ich glaube, er wertet gerade meinen Bogen aus. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, also, das haben Sie sehr gut gemacht. Das Einpacken war okay. Und alles andere war sehr gut. Sie haben bestanden. Hier ist Ihr Führerschein. Wow, ich hab's wirklich geschafft. Vielen Dank, Herr Becker, für Ihre Hilfe. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Papa? Papa? Ja, hi, hier ist Jessica. Du kannst mich abholen. Ich hab bestanden. Dann war's es aber von diesem Brookhaven Roleplay. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!